Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute mal mit einer ganz besonderen Folge. Ich habe nämlich hier das offizielle World of Warcraft Kochbuch. Und aus diesem Kochbuch werden wir heute was nachkochen, nämlich Eberrippchen in Biersoße. Die Idee dazu kommt von meinem Sohn, der ist begeisterter World of Warcraft Spieler. Und er wird euch heute auch die Eberrippchen in Biersoße zubereiten. Vor die Kamera wollte er leider nicht, deswegen stehe ich auch ganz alleine hier. Aber das macht gar nichts. Wir werden ihm jetzt beim Kochen über die Schulter schauen. Und wie wir das Ganze gemacht haben, das seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Als Zutaten brauchen wir Eberrippchen, das heißt Schweinerippchen. Wir haben hier Duroc-Kotelettrippchen. Salz, wir verwenden das Tiefensalz von Hansegewürze. Pfeffer, Olivenöl, Schalotten, frischen Knoblauch, rote Currypaste, Ketchup. Dann brauchen wir ein Bier für die WoW-Spieler, vorzugsweise Rhapsody-Maisbier. Das ist natürlich ganz schwer zu kriegen. Deshalb kann man auch einfach ein anderes Bier nehmen. Am besten ihr nehmt ein schönes, dunkles, malziges, süßliches Bier. Helle, stark gehopfte Biere sind jetzt weniger geeignet, da die eine starke Bitternote abgeben. Wir verwenden ein Weltenburger Klosterbarock Dunkel. Das sollte sich für die Biersoße ganz gut eignen. Und zu guter Letzt brauchen wir noch Worcestersoße, Sirup und Apfelessig. Die genauen Mengenangaben gibt es im offiziellen World of Warcraft Kochbuch. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir beginnen mit dem Würzen der Rippchen, von denen wir hier schon mal die Silberhaut entfernt haben. Würzen tun wir heute allerdings nicht mit einem Barbecue-Rub, sondern einfach nur mit Salz und Pfeffer. Wir nehmen uns also die Rippchen und reiben sie erstmal von allen Seiten mit Salz ein. Und geben anschließend noch ordentlich Pfeffer drüber. Wenn das geschafft ist, packen wir die Rippchen in Frischhaltefolie und stellen sie zum Ziehen für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Während die Rippchen im Kühlschrank sind, bereiten wir die Biersoße zu. Dazu haben wir hier schon mal den Knoblauch und die Zwiebeln in feine Würfel geschnitten. Diese schwitzen wir in einem Topf mit heißem Olivenöl zunächst mal etwas an. Dann geben wir die Currypaste hinzu, sodass sie sich optimalerweise mit den Zwiebeln und dem Knoblauch ein bisschen vermischt. Das gelingt jetzt hier nicht ganz, weil unsere Currypaste ziemlich fest ist, macht aber auch nichts. Wir löschen das Ganze jetzt mit dem Bier ab und schauen halt, dass wir die Currypaste dann im Anschluss noch richtig verrühren. Als nächstes kommt der Ketchup dazu. Dann die Worcestersoße. Der Apfelessig und schließlich noch der Sirup.
Nun lassen wir die Soße im offenen Topf schön einreduzieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken müssen wir sie natürlich auch noch. Bis wir nach ca. 20 bis 30 Minuten eine richtig schön dickflüssige, sämige Konsistenz bekommen. So soll die Soße am Ende ungefähr aussehen. Nach Ablauf der 3 Stunden holen wir die Rippchen aus dem Kühlschrank und legen sie auf einer Konsistform in den auf 135 Grad vorgeheizten Backofen. Ja, ihr hört leider richtig, es ist heute der Backofen. Natürlich hätten wir die Rippchen am liebsten auf dem Gasgrill zubereitet. Das war aber leider aufgrund der teilweise extremen Windböen heute nicht möglich. Aber gut, es geht natürlich auch im Ofen und da bleiben die Rippchen jetzt für ca. 3 Stunden drin und werden dabei ungefähr alle 20 bis 30 Minuten mit der Biersoße bestrichen. Wie ihr sehen könnt, schauen unsere Rippchen von Mal zu Mal besser aus und der Duft ist auch schon sensationell. Nach 3 Stunden sind unsere Eberrippchen in Biersoße fertig. Und sagt selber, schauen die nicht umwerfend lecker aus? Und obwohl sie nicht wie die klassischen Barbecue-Rippchen zwischendurch gedämpft wurden, sind sie trotzdem unglaublich zart geworden. Und zusammen mit der Biersoße ist das der absolute Hammer. Die hat geschmacklich wirklich alles dabei. Wir haben die Süße vom Sirup, die leichte Säure vom Apfelessig, das Malzige vom Bier, das leicht Würzige von der Worcestersoße und die Schärfe von der Currypaste. Also das ist einfach eine Geschmacksbombe und ich kann euch nur empfehlen, probiert es selber mal aus. Holt euch das offizielle World of Warcraft Kochbuch, macht mit euren Freunden mal einen WoW-Abend und gönnt euch mal Eberrippchen in Biersoße. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.